Heute zeigen wir euch, wie man eine alte Schuppentür und ein dazugehöriges Fenster wieder flott macht. Da der Untergrund nicht mehr ganz tragfähig war, sprich der alte Lack etwas blätterte, haben wir zunächst die Schleifmaschine rausgeholt. Danach haben wir das gute Stück in unsere Werkstatt gebracht, wo wir dann erstmal den Dreck der letzten Jahre gründlich entfernt haben. Anschließend haben wir den Griff und die Beschläge abmontiert. Danach haben wir noch die groben Risse ausgespachtelt, damit keine Feuchtigkeit in das Holz eindringen kann. Dann die Scheiben abgeklebt und dann haben wir auch schon losgelegt. Wir haben uns für Shabby World 4-in-1 Lack im Farbton Forest Green entschieden. Für eine perfekte Deckkraft und ein sattes Ergebnis muss man mit einem 2- bis 3-fachen Anstrich rechnen. Nun holen wir uns noch das Fenster. Hier ist der alte Lack noch ganz in Ordnung, deshalb brauen wir nur etwas an. Und selbstverständlich müssen wir hier auch erst wieder putzen und abkleben. Es ist ganz wichtig, dass ihr nach jedem Farbauftrag 4 Stunden Trockenzeit einhaltet. Fängt die Farbe an anzuziehen und ihr geht immer wieder mit Rolle oder Pinsel darüber, nehmt ihr euch den Anstrich wieder ab und ihr könnt kein perfektes Ergebnis erwarten. Auf glatten Flächen verwendet ihr eine Aquafeldwalze und einen Finishpinsel. Auf den Beschlägen befanden sich noch Farbreste, diese haben wir abgeschliffen. Danach haben wir sie wieder angeschraubt und den Griff montiert. Ganz zum Schluss haben wir dann das Klebeband abgezogen. Nun kommen Tür und Fenster in unseren Ausstellungsraum, wo wir zuvor eine schöne Fototapete in Holzoptik verklebt haben.